Ja, grüß Gott miteinander, hier ist wieder mal der Meier Werner. Ja, und wenn der von seinem Laptop setzt, dann geht es natürlich nicht um Linux Mint. Nein, nein, es geht um Darktable. Ja. Und meiner Canon R50. Ja, und wenn dich das jetzt interessiert, dann bleib mal schön dran. Okay, da werde ich wieder. Ja, wie gesagt, die Testreihe mit meiner Canon ist ja nicht durch. Ja, hatte einfach in letzter Zeit wieder etwas mehr zu tun. Ich musste eigenes, viele Sachen organisieren und reparieren und was auch immer noch anstand. Da bleibt nicht viel für die Fotografie. Aber ich fängt ja die Pilzsaison, oder die Pilzsaison hat angefangen. Ja, schauen wir mal rein, wo ich denn hängen geblieben bin. Bei diesem Bild zum Beispiel bin ich hängen geblieben. Ja, genau. Und ihr seht auch schon da unten, ja gut, das war jetzt kein Musterbeispiel hier, ja, zu heftig. Ja, wir können mal doch reinschauen in die Eckdaten. Ja, Verläufe, Export. Wollte es eigentlich exportieren, aber das wollte ich dann doch nicht. Gehen wir mal schon raus hier. Wir können dann später noch wieder zurückkommen. Und dann sehen wir mal zu, dass wir hier die Kamera kriegen. Also das wäre dann die CR3, dann die EOS 50, die EOS R50, Entschuldigung. Okay, und da war die Canon am Start hier zu sehen. Ja, die Objektive, wie gesagt, sind nicht vorhanden. Aber ich werde es dann hier einblenden, hier oder hier irgendwo. Das war das 100mm Makro. Solche Farben sehe ich eigentlich nicht gern. Ja. Ich habe da restlos übertrieben. Wir kommen dann drauf zurück. Okay, mit einer 1 zu 15er Verschlusszeit. Ja, es war etwas diesig, es war etwas dunkel. Aber ich wollte ihn auch nicht zu viel an der ISO rumschrauben, aber ich habe es trotzdem getan. Hier sind die 4 ISO und die Bildauflösung wäre 6192 zu 4060. Ja, was habe ich mir dabei gedacht? Ja, das weiß ich manchmal selber auch nicht. Aber wir können mal versuchen, das Bild zurückzustufen. Das machen wir auch. Wir gehen mal. Ah, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Was wollte ich jetzt hier drauf? Dann. Wir werden dann dieses Bild mal schauen, bis wohin, dass ich da gehen will. So wäre es eigentlich am besten. Ja, genau. Also das wäre eigentlich das, was ich da bezwecken wollte. Ja, genau. Gehen wir mal auf die Original. Und so war es dann aus der Kamera gekommen. Ja. Also ihr seht, ich habe da maßlos übertrieben. Ne? Und was haben wir sonst noch? Ja, eigentlich sind das meine Spezialitäten, das was ich jetzt hier zeige. Ja, ich zeige dann das da hier nebendran auch noch, das hier. Ja, das sind meine Spezialitäten. Wie hat es da von Anfang aus gesehen? Ist ja auch mal interessant zu wissen. Dann war es eben so, ja. Da. Und dann nach meiner Bearbeitung, nach 18 Schritten, sah es dann eben so aus. Ja, ja, schon ein gewaltiger Unterschied. Ja. Gut, ihr kennt, macht es einem einfach. Noch einfacher als bei der Sony Alpha 6000, ist natürlich klar, die 6000er, die ist ja auch schon in die Jahre gekommen. Ich will es jetzt dadurch nicht verteufeln, aber ja, in Anbetracht der Canon, kann die Canon dann schon einiges mehr als die Alpha 6000 und ihre Nachfolger, die da so hoch bepriesen werden. Ja. Gut, ich habe mich einfach in die Canon eingeschossen. Sie machen es einem einfacher, die Arbeit zu verrichten. Ob man jetzt damit die Applikation von der Canon arbeiten möchte oder, ja, oder über den Display von der Kamera selbst. Ja. Ich war selber überrascht, wie schnell und konsequent ich mit der gearbeitet habe. Ja. Und das war ja auch mein Ziel. So. Das war das erste Bild, das ich geschossen habe, als ich dort im Wald angekommen bin. Wir können auch hier mal ganz kurz noch in die RAW, also ins Original reingehen. Wie hat es ausgesehen, bevor ich das Bild bearbeitet habe? Naja, ihr seht, ja, etwas mau. Ja. Und wenn man es dann bearbeitet hat, so wie ich es gemacht habe, nach 21 Durchgängen, ja, es denkt jetzt nach viel, ist es aber nicht. Ja. Man muss ja noch ein paar Sachen abziehen, die ja schon da waren.
Okay, dann hat es eben dann so ausgesehen. Ja. Wir quatschen jetzt einfach mal so über diese Bildserie, die ich gemacht habe. Ja. Oder zum Beispiel diese kleine Bildgruppe, die ich fotografiert habe. Ja. Ich mache jetzt keine Bearbeitung. Nee, das mache ich nicht. Ja. Ich zeige euch einfach, wie habe ich meine Bilder bearbeitet. Wie habe ich das, also ja, wie hat es ausgesehen im Original, so wie es zur Kamera rausgekommen ist. Und wie hat es dann ausgesehen, nachdem ich es bearbeitet habe. Das ist schon ein Unterschied. Deswegen liebe ich ja Rohdateien. Und deswegen stelle ich meine Kamera immer so ein, dass ich die Bilder selber so bearbeiten kann, wie sie sein sollten. Ja, das hat nichts mit Geschmack zu tun. Nein, absolut nicht. Das ist einfach fotografisches Wissen, sage ich mal. Geschmack ist das, was ich vor mir sehe, wenn ich das einfangen möchte. Das obliegt meinem Geschmack. Alles andere ist dann die Entwicklung. Das hat nichts mit meinem Geschmack zu tun. Ja? Auch wenn das viele sagen, Geschmäcke und solche Sachen kann ich nichts anfangen. Ja? Okay, das sind eben nicht meine Prämissen. Meine Prämisse ist, ich suche mir den Ort aus meines Geschmacks. Ich suche mir die Schüsse nach meinem Geschmack aus. Der Rest macht die Kamera. Und zu Hause mache ich das dann mit dem Darktable oder Affinity oder sonst irgendwas. Wie gesagt, mir ist die Software eigentlich wichtig von dem her, dass sie das macht, was ich gerne möchte. Es gibt natürlich ein paar nicht so schöne Fotos. Ja, die habe ich auch nicht bearbeitet. Das war jetzt nichts, was ich stolz sein könnte. Auch das nächste nicht. Ja, da habe ich was probiert. Ist mir aber misslungen. Also ich zeige auch mal diese Daten, die mir gar nicht gefallen haben. Das da hier hat mir sehr gut gefallen wieder. Das kann man schön bearbeiten. Ja, oder das nebendran wäre auch ein Kandidat gewesen. Ja, wenn ihr... Ich kann ja mal das kurz bearbeiten. Nee, mag ich nicht. Ja, eben, das sind die kleinen Ausbeutungen. Ich kann ja immer von meinem Unfall her noch nicht die volle Kapazität verwenden. Das heißt, ich kann immer noch nicht durchgehend fotografieren, wie ich es will. Ja, weil man muss dann viel am Boden rumkriechen und unbequeme Stellungen einnehmen, wenn man solche Bilder haben möchte. Na klar, kann es kontrollieren, aber ich muss mich trotzdem bücken und das geht schwerlich. Ja? Und trotzdem entstehen dann solche Bilder. Ja, es sind jetzt eben nicht sehr viele, aber trotzdem habe ich mir doch einige Bilder angelacht. Ja? Also Situationen wollte ich sagen. Ja, es hätte noch viel mehr Möglichkeiten gehabt, aber ich konnte einfach von meiner Gesundheit nicht durchziehen, ja. Sonst hätte ich den ganzen Tag dort verbracht, ja, also den ganzen Nachmittag, das wäre mir egal gewesen. Ich habe immer noch Schmerzen und die zeigen sich halt ab und zu mal. So, noch das nächste Bild, das ich ja noch nicht bearbeitet habe. Gut, ich kann es mal zeigen, wie würde ich jetzt dieses bearbeiten wollen, wenn ich jetzt da das machen wollte. Ja, also ich habe jetzt hier ohne Fremdbelichtung gearbeitet, ich habe jetzt nur mit dem gearbeitet, was ich gehabt habe. Ah, egal. Auf jeden Fall habe ich hier die Kamera einfach zu Boden gebracht mit dem Manfrotto-Stativ und habe die Entfernung dementsprechend eingehalten. Ja? Also nicht weit, nicht zu weit weg, nicht zu nah hin. Ja? Darauf geachtet, dass es einigermaßen formatfüllend ist. Also wie könnte ich jetzt das bearbeiten? Ja? Geht mal in die Belichtung rein und ziehe mal etwas. Allzu viel will es nicht sein, man sieht es ja schon hier. Und das ist auch okay da. Okay, dann können wir mal raufgehen. Dann würde ich sagen, global Brillanz kann man gut machen, ja. Ja, nicht so viel. Ne? Das passt, ja. Ich sage einfach immer so, hey, wo willst denn du jetzt hin? So, dass das Blaue auch noch etwas sichtbar ist, so ähnlich wie hier. Ich könnte jetzt noch ein Stückchen gehen, aber ich mache ihn nicht. Sättigung ziehe ich meistens mal rauf. Was ich noch gerne mache, während der Bearbeitung, das kleine Sichtfenster hier oben, lasse ich da. Dann habe ich eine zweite Kontrolle, wie das von der Farbe her dann kommt. Also Chrominanz global kann man anziehen, dann Kontraste kann man auch mal anziehen, Lebendigkeit kann man auch anziehen und ab und zu nehme ich auch mal die Details hier vor. Das heißt, ich ziehe die etwas zurück,
dann verschwimmt der Hintergrund etwas mehr. Muss ich aber aufpassen, dass ich hier nicht zu viel nehme. Deswegen gehe ich jetzt hin und schaue mir den Pilz genau an hier. Dann gehe ich ins Schärfen rein und hole das letzte Quäntchen an Schärfe heraus. Und jetzt darf ich eins nicht vergessen. Ja, ich habe ja, hier sind jetzt 100 ISO, das ist optimal. Ja, man sieht also schon, wenn man zum Beispiel mit 400 ISO arbeitet, zum Beispiel, oder mit 600 oder höher, dass dann die Details eben nicht so ganz sind, wie man sich das vorstellt. So, das wäre erledigt, aber trotzdem gehe ich jetzt noch hin und gehe ins Entrauschen rein, weil da will ich ja eigentlich die 100 ISO von meiner Kamera haben. Die Blockgröße schalte ich zurück, dann ganz wenig noch entrauschen. So, das tue ich einfach für die Farben reiner zu bekommen. Okay, jetzt gehe ich hier zurück und muss mal nachgucken. Das sieht richtig gut aus, was ich da sehe. Ja, okay, dann können wir hier zurückgehen. Und jetzt können wir noch mal schauen in den Schatten, was man da noch machen könnte. Ja, das sieht schon mal gut aus, kann auch nur nicht gehen. Okay. Die Lichter gehe ich auch noch etwas zurück. Ja, man hat schon hier gesehen, wie es etwas milder wird hier. Und jetzt gehe ich hier hin in den Farbkorrekturbereich rein. Den nehme ich auch gerne. Dann ziehe ich den hier etwas an. Vielleicht nicht so heftig. Ja. Dann machen wir nicht mal den gleichen Fehler. So, und was ich bei der Pilzfotografie oder beim Entwickeln von der Pilzfotografie noch gerne mache, ist die Vignettierung. Wo haben wir es hier? Da setze ich auch noch gerne was dazu. Und jetzt kommt der Moment, wo ihr dann seht, warum, dass ich das gerne mache. Oh, geht halt etwas zäh wieder. Schauen wir mal. Oder wenn ich jetzt die Sättigung zurückdrehe. Wenn ich jetzt diese Sättigung zurückdrehe, so wie ich es jetzt da gezeigt hatte, ja, dann verschwindet alles. Also ich ziehe die mal nach oben, nicht so heftig. Ja, okay. Und dann gehe ich mal da runter und dann setze ich den mal da runter und das da oben hin. Da willst du jetzt wohl nicht zu viel. Okay, jetzt kann ich mit der Helligkeit nach unten gehen. Da noch ein wenig. Okay, könnte passen, ganz noch ein wenig. Vielleicht nach oben, auch hier. Und jetzt kommen wir dann langsam dahin, wo wir dann sein wollen. Ist jetzt schon hier am Beispiel in dem kleinen Vorschaufenster da oben. Deswegen benutze ich es gerne. Ja, wenn hier etwas aufgeschaltet ist, dann stört mich das. Und hier sehe ich es dann. Okay, dann gehe ich hier noch etwas zurück. Nicht zu viel. So, und jetzt kann ich hier immer noch etwas dran ziehen. Auch hier, dass sich alles auf den Mittelpunkt konzentriert. Ja. Ah, ich habe es gerade festgestellt, ist doch etwas zu heftig. Okay, jetzt kann ich wieder zurückgehen. Jetzt kann ich da immer noch gehen, wenn ich mal. So, jetzt, genau, jetzt haben wir es getroffen. Ja, so bearbeite ich meine Bilder gerne. Ja, und was wir jetzt noch zu sagen? Eigentlich nichts. Das können wir alles stehen lassen. Weißabgleich auch, den benötige ich selten. Was haben wir sonst noch? Das wäre es eigentlich schon gewesen. Ja, das kann man machen. Solche Bilder kann man ganz gut entwickeln. Ja, jetzt habe ich noch einen Schluss. Das ist ein, lass mich raten, Schleimring? Nein, ich habe es mir aufgeschrieben, aber ich mag jetzt nachgucken. Ja, er hat mich einfach fasziniert, weil er von sich aus eine wahnsinnig gute Figur macht. Ja, also der ist eigentlich schon hinüber. Der Pilz da hier. Der verabschiedet sich jetzt dann bald. Aber er hat mich einfach fasziniert von den Formen her. Man hat auch die Rippen sehr gut gesehen. Ja. Und das hat mich fasziniert. Und deswegen wollte ich ihn haben. Er ist eine kleine Grazie. Ja. Ja. Eben, es hätte noch viel mehr Möglichkeiten gehabt. Aber ich konnte das nicht durchziehen, wie ich wollte. Weil der Rippen... Und das Steißbein und das Schambein und Kreuzbein macht mir immer noch zu schaffen. Es ist immer noch nicht dort, wo ich es gerne haben möchte. Ja, das braucht jetzt einfach Zeit. Aber ich muss mal schauen, nächsten Sonntag, mal kurz nach, was das Wetter macht. Am Sonntag soll es eigentlich schön sein. Auch Samstag. Ah, mal schauen. Ja, entweder Samstag oder Sonntag gehe ich raus. Und vielleicht, wenn ich mag, mache ich auch ein Video darüber. Ja, aber haltet es mir zugute, wenn ich es nicht tue, weil ja, das ist immer etwas noch kraftraubend. Ja, vor meinem Unfall musste ich gar nicht überlegen, ob ich es mache oder nicht. Jetzt sieht die Sache immer noch so aus, dass ich einfach mir die Kraft einteilen muss. Okay,
das wäre es gewesen. Ich hoffe, hier geholfen zu haben. Mein Name ist der Meyer-Werner, ich bin der Zeiteinfänger und bis zum nächsten Mal. Au, ich hätte fast vergessen. Nehmt eure Kamera mit. Geht's raus zum Fotografieren. Tschüss.